Insofern heiße ich euch recht herzlich willkommen, liebe Teilnehmer, zum heutigen. Ja, es ist nicht unbedingt nur ein Workshop, sondern auch ein Live-Event zu unserem heutigen Webinar, was auch morgen nochmal als Info stattfinden wird. Und da haben wir heute einen All-Star der Trading-Szene am Start. Ihr werdet es wissen, ihr habt euch angemeldet hier unter Webinare entsprechend, beziehungsweise den einen oder anderen Link auch im Web entdeckt. Ich freue mich, dass René Wolfram hier heute unser Protagonist ist in Sachen rund ums Trading und mit der Ansage, 40% pro Jahr sind möglich. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Werde jetzt gleich mal das Mic vom René live schalten und dann auch so gleich mal den Bildschirm rübergeben. René, bist du schon online? Ich bin online, ja, servus. Hi. Super, super geil. Danke, René, es zu hören. Vielleicht auch noch mal kurz das Feedback, ob ihr ihn auch hört. Aber meine Ausschläge sind ja alle grün. Also insofern sollte das funktionieren. Prima, erstmal, dass du da bist, René. Lass mich kurz ein Stück weit vor Rede platzieren, wie eben auch schon angedeutet. Morgen gibt es nochmal ein Anschlusswebinar für die, die heute jetzt erst zu spät dazukommen oder eben auch dann berufsbedingt vielleicht ohnehin das nur temporär wahrnehmen können. Es gibt einerseits eine Aufzeichnung und andererseits morgen, ihr seht es hier nochmal, den nächsten Event, wo René uns nochmal zur Seite stehen wird. Ansonsten, ihr wisst es geht um Handel, Trading, Markt-Action und am Ende des Tages ist es natürlich so, dass wir hier auch im OTC-Bereich unterwegs sind, gerade CFDs, also Index-Trading oder Aktien-CFDs und Forex für sich nochmal genommen, hier mit Margin-Hinterlegung natürlich gehebelt, handelbar, alles auf eigenes Risiko und auch wenn René heute hier den einen oder anderen Tipp gibt, denkt immer dran, ihr seid am Button, ihr habt die Macht und dürft auch am Ende des Tages natürlich die Verantwortung nicht abgeben. Also alles sozusagen in eurer Hand. Letztlich hier keine direkten Anlageempfehlungen etc. Ihr wisst das schon, aber wir müssen natürlich hier dem recht Genüge tun und das entsprechend darstellen. Ansonsten, alle, die uns noch nicht kennen, JFD selber, euer Multi-Asset-Marktzugang, schaut's auf unserer Website vorbei. Ich denke, wir haben viele Kunden von uns hier am Start, die dem René gern mal über die Schulter schauen wollen, was er denn so macht, denn dem einen oder anderen ist es vielleicht nicht bekannt, aber René hat ja auch den Robinson Cup gewonnen. 2013, meine ich, war das. Das ist zu viel der Ehre. Dritter war ich. Ah! Ich. Gewonnen hätte ich gerne, aber. Verdammt, Axt. Ja, da hast mich erwischt. Ich wusste es nur, dass du 13 da am Start warst, gewonnen hast. Okay, aber hey, du bist auf dem Treppchen gewesen. Also was will man eigentlich mehr? Eine Echtgeld-Challenge an der Stelle, liebe Teilnehmer aus den USA. Also René hat hier tatsächlich bewiesen in einem Track von 12 Monaten, dass da auch was geht. Wie gesagt, das ist schon, sage ich mal, Empfehlung genug. Also, ich würde den Bildschirm jetzt rübergeben, René, so dass du dann gleich loslegen kannst. Jetzt, liebe Teilnehmer, nicht wundern, wenn der Bildschirm mal kurz weggeht. So, dann dürfte es gleich switchen. Gibt es mir da vielleicht noch kurzes Feedback? Ah, jawohl, da sehe ich die Slides vom René. 40% im Vollzeithandel, geile Aktion. Bestätigt mir das nochmal kurz und dann würde ich sagen, the stage is yours, René. Ich ziehe mich ein Stück weit zurück. Wenn es Fragen gibt, einfach in den Chat schreiben, liebe Teilnehmer. Ich würde es vielleicht zum Ende des Tages oder zum Ende des Webinars dann gern nochmal aufrollen. Und ansonsten, René, the stage is yours. Ich freue mich drauf und bin gespannt. Ja, vielen Dank, Christian. Auch von mir nochmal Hallo in die Runde. Schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid und euch ein bisschen Zeit genommen habt. Es ist ein straffes Programm. Ich habe relativ viel reingepackt. Deshalb nur ganz kurz zu mir. Der Christian hat es ja schon gesagt. Ich handle jetzt seit 23 Jahren in Vollzeit. Am Anfang war das natürlich ein bisschen hobbymäßig. Aber da wurde dann schnell auch ja Leidenschaft und Passion daraus. Ich handle schon immer live. Habe das in verschiedenen Formaten gemacht. Termintrader wird der ein oder andere auch kennen. Da habe ich auch einen Live-Trading-Room betreut. Das ist mir auch wichtig und das würde ich auch euch immer empfehlen, dass ihr, wenn ihr euch informiert, es gibt viele, das heißt viele, es gibt einige tolle Trader in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, international natürlich sowieso. Aber man sollte immer darauf achten, ob da real live gehandelt wird, weil da sieht man halt auch das, was nicht so perfekt läuft. Alles andere ist aus meiner Sicht Quatsch mit Soße. Den Live-Trading-Room, den ich jetzt in der Form habe, wie ich ihn jetzt auch börsentäglich mache, den gibt es seit 2013. Vorher habe ich, wie gesagt, in Projekten das gemacht. Bei Termintrader habe ich, glaube ich, 2, 3 Jahre einen Live-Trading-Room betreut. Deshalb gab es diesen meinen eigenen Trading-Room vorher nicht. Und davor waren das immer mal so einzelne Dinge, aber schon immer live. Und das ist aus meiner Sicht auch wichtig. Es gab mal eine Dokumentation auch damals, auch wo der Trading World Cup war in diesem Jahr, bei N24, Daytrader
Der Traum vom schnellen Geld, Teil 3. Könnt ihr auch mal reinschauen, wenn euch das interessiert. Teil 1 und 2 ist mit anderen Tradern aus Deutschland. Es gab Artikel im Traders Magazin und im Futures Mag. Alles oder ziemlich viel davon natürlich im Zusammenhang mit diesem World Cup damals. Und da geht es gar nicht mal so darum, um den Titel selbst, sondern ich habe unheimlich viel gelernt, was den Umgang mit Druck angeht, was das Durchziehen eines Ansatzes angeht. Gerade in der Competition ist es ja so, dass man, da war es zum Beispiel damals so, dass nach 3 Monaten oder nach 4 Monaten hatte einer, der erste hatte 900%. Dann ist man immer in dem Zwiespalt. Wird man jetzt sehr offensiv im Trading oder zieht man sein Ding durch? Und das Interessante war, und das sieht man auch in diesem Jahr im World Cup, ich nehme nicht teil, aber der Erstplatzierte hatte dort zwischenzeitlich 2.500% und ist jetzt, keine Ahnung, auf unter 100% zurückgefallen. Also das gab es auch damals in der Form und das hat mir unheimlich viel geholfen. Aber natürlich macht es einen auch stolz, wenn man so einen Titel mal hatte, auch wenn es nur der dritte Platz war. Aber im Endeffekt, das, was viel wichtiger ist, ist das, was ich im täglichen Vollzeithandel mache. Und da muss man auch nochmal klar unterscheiden. Ich mache einige Projekte für Retail-Trader. Das ist sehr viel schwerer, weil man riesige Einschränkungen hat. Und ich mache meinen hauptberuflichen Vollzeithandel. Wenn man wirklich an der Börse erfolgreich werden möchte, braucht man natürlich bestimmte Voraussetzungen, die wir auch heute hier durchsprechen wollen. Ich werde mal so diesen ganzen Trading-Prozess, alles, was ich denke, worauf es aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung ankommt, hier reinpacken. Und da geht es schon los bei der Einstellung zum Trading. Meiner Erfahrung nach, ich habe insgesamt mit über 2000 Tradern zusammengearbeitet, in Ausbildung, Weiterbildung. Und da sieht man natürlich schon, dass viele gar nicht der Überzeugung sind, dass das funktioniert, weil sie auch gar nicht systematisch rangehen. Es braucht aus meiner Sicht eine Strategie, die braucht es überall, wenn man erfolgreich sein möchte. Die gibt mir einen statistischen Vorteil. Den muss ich schützen, indem ich meine Einsatzhöhe entsprechend wähle. Ich darf also, es wird bei selbst bei den in Anführungszeichen sichersten oder wahrscheinlichsten Setups wird es Situationen oder Phasen geben, in denen es Anomalien gibt. Wir haben es jetzt erlebt mit Corona. Wer hat sowas auf dem Schirm? Vor sowas kann man sich nicht schützen. Da kann keiner eine Versicherung drauf abschließen. Die Märkte waren so außer Rand und Band wie noch nie. Das heißt also, ich muss damit dann rechnen, dass es da auch Drawdowns gibt. Ich hatte zum Beispiel in der Zeit auch einen Drawdown. Ganz einfach, weil natürlich alles, was Normales eben dann anormal ist. Und da gibt es den einzigen Schutz, die Einsatzhöhe. Das ist wichtig. Da machen aber viele natürlich auch schon den Fehler, dass sie zu hoch reingehen pro Trade, weil sie nur die Ertragsseite im Blick haben und nicht die Risikoseite. Das impliziert natürlich auch, dass man geduldiger sein muss. Viele haben so einen Geduldsfaden, der vielleicht mal so 1 bis 2 Jahre reicht. Ich werde euch gleich zu Beginn ein paar Equities zeigen von Systemen, die ich trade. Die sind jetzt nicht aggressiv optimiert. Da sieht man aber bei einem robusten System, das hat natürlich auch lange Seitwärtsphasen. Und mit denen kommen viele Trader meiner Erfahrung nach wirklich nicht zurecht. Das hat sich leider Gottes gezeigt. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass man sich auch darauf einstellt. Werden wir gleich drauf eingehen. Ich muss begreifen, dass die Märkte sich verändern. Es gibt gravierende Veränderungen, einschneidende Veränderungen und es gibt natürlich diesen ständigen Wechsel, wo es mal volatiler ist, mal trendiger, mal untrendiger. Das gibt es natürlich ständig. Und ich muss natürlich meine Einsatzhöhe so wählen, wie eben schon gesagt, ich muss sie klein genug wählen, damit ich das Gesetz der großen Zahlen, sprich den statistischen Vorteil am langen Ende ausspielen kann. Wie sieht es bei den meisten Retail-Tradern aus oder bei vielen? Sie haben keine Strategie, die sie durchgetestet haben oder von der sie wissen, dass sie durchgetestet wurde. Also eine Strategie ist ja schon mal eine Sache, aber viele nutzen, keine Ahnung, MACD-Kreuzen und dergleichen. Will ich gar nicht schlecht reden, aber wenn man das als System nutzen würde, wir haben einen Backtest gemacht, den haben wir auch veröffentlicht auf der Website realmoneytrader.com, könnt ihr gerne schauen. Wenn man das backtestet und wenn man jedes Systemsignal handeln wollte, also jedes Kreuzen im MACD, dann würde man am Ende sogar leicht Geld verlieren. Man hätte riesige Schwankungen und verdient gar nichts am Ende von 20, 25 Jahren. Dass man Schwankungen hat, ist normal, aber es muss natürlich am Ende schon auch was rauskommen. Und deshalb, es ist nicht gesagt, dass man jetzt sich einfach, oder es ist nicht damit getan, dass man einen Indikator nimmt, von dem man gar nicht weiß, ob der am Ende funktioniert, nur weil der in einem Buch drin stand
Und dann sagt man, hat eine Strategie. Eine Strategie muss durchgetestet sein. Und selbst dann muss ich damit rechnen, dass sie irgendwann vielleicht schlechter funktioniert, längere Zeit, oder dass sie gar nicht mehr funktioniert. Also muss ich streuen. Ich brauche also mehr als eins, zwei Märkte. Da sind viele aber einfach auch ein bisschen zu bequem. Und dann muss ich die Einsatzhöhen, wie eben schon zweimal gesagt, so kalkulieren, dass ich lange genug überlebe, um das Gesetz der großen Zahlen auszuspielen. Und das bedeutet nicht 1 bis 2 Jahre, sondern das bedeutet, und das wird vielleicht jetzt eine Zahl sein, bei der der ein oder andere vielleicht richtig schockiert ist, aber ich muss einen Planungshorizont haben von 5 bis 10 Jahren. Das bedeutet nicht, dass ich nach 5 bis 10 Jahren Geld verdiene, aber das bedeutet, ich muss, um Glück und Pech beim Start zu eliminieren, muss ich längere Zeit dabei bleiben. Bestes Beispiel bin ich selbst. Ich habe also Ende 97, Anfang 98 angefangen mit Trading und hatte in den ersten 2,5 Jahren ein Geld verdient. Also für meine Verhältnisse war das viel damals. Ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Ja, weil der Markt einfach über 2,5 Jahre von 98, damals Russlandkrise 97, 98, von 98 bis 2000, bis März 2000, konnte man praktisch kaufen, was man wollte. Es ist alles gestiegen. Das heißt also, selbst ein, ich würde jetzt sagen, Trottel, ungefähr auf diesem Niveau habe ich mich damals bewegt, hat damals Geld verdient, aber eben nur für 2,5 Jahre. Das heißt, nach 2,5 Jahren und nach 2 Jahren hat man sich gefühlt, als wäre man der Größte. Also mir ging das jedenfalls damals so. Und die Wahrheit kam dann im 3. Jahr. Und das Gleiche wird man natürlich auch in die Gegenrichtung erleben. Das heißt, man hat vielleicht einen Ansatz, der funktioniert, aber man erwischt vielleicht gerade 2, 2,5 Jahre, in denen dieser Ansatz einfach mit den Marktbedingungen nicht gut zurechtkommt. Und deshalb Planungshorizont 5 bis 10 Jahre. Hier ist mal eine Equity. Ich zeige jetzt euch mal ein paar Equities von verschiedenen Strategien. Was die Strategien im Einzelnen machen, ist jetzt an der Stelle gar nicht wichtig. Ich zeige es euch einfach mal. Hier unten sind Trade-Nummern aufgelistet. Das ist zum Beispiel eine Strategie, die dienstags handelt. Könnt ihr euch ausrechnen, wie viele Dienstage gibt es im Jahr? Wahrscheinlich 52. Und dann gibt es dort auch noch Vorbedingungen. Das heißt, die handelt gar nicht jeden Dienstag, sondern nur, wenn dies und das gegeben ist. Das heißt, wir werden also weniger als 52 Trades haben. Im Schnitt arbeitet die so, keine Ahnung, 35 Mal im Jahr, kann man sagen. Und dann hat die hier aber eine Phase von Trade 90 bis Trade 160, in der es in der Equity nicht vorangeht. Oder hier oben von Trade 420 bis Trade 475 ungefähr geht es auch nicht voran. Jetzt stellt euch vor, das sind jetzt in dem Fall hier 60 Trades. Wenn wir jede Woche einen Trade hätten, dann wäre das schon über ein Jahr. Jetzt geht mal davon aus, dass wir vielleicht ja nicht jede Woche einen Dienstagstrade haben, dann ist das hier eine Phase von locker 1,5 bis 2 Jahren, in der man nichts verdient mit dieser Strategie. Aber am langen Ende ist sie sehr erfolgreich. Hier eine Strategie auf den Bondmarkt, die wir auch nutzen. All diese Strategien oder die Equities, die ich euch hier zeige, trade ich manuell, weil es für mich wichtig ist, dass ich eng am Markt dran bin, dass ich auch merken kann, wenn Veränderungen da sind, dass ich vor allem aber auch weiter lerne. Und wir machen das aber auch vollautomatisch. Wir haben ein Strategiesignale-Portfolio aufgesetzt und werden auch hier bei JFD in den nächsten Monaten einen Account starten, wo wir das vollautomatisch handeln werden. Also diese ganzen Strategien sind von den Regelwerken so, dass man sie auch vollautomatisch handeln kann. Das ist gerade für diejenigen, die vielleicht berufstätig sind und wenig Zeit haben, glaube ich, schon sinnvoll, dass sie auch Vollautomatismen nutzen. Wenn ihr da programmieren könnt oder wenn ihr euch von Kollegen da irgendwelche guten Systeme einkaufen könnt, ist das natürlich von Vorteil. Also auch diese Strategie hier, Sparplanstrategie, muss man gar nicht verstehen, was die macht. Die arbeitet zu bestimmten Zeiten innerhalb eines Monats, weil dann Geld von Sparplänen in den Bondmarkt reinfließt. Das ist so die Kernidee dahinter. Sieht man hier die Equity von 1978 ausgehend. Da hatte die jetzt mal in den ersten Jahren war das jetzt nicht so der Knaller. Aber das Entscheidende ist, die ist insgesamt sehr stetig gelaufen, ist sehr ordentlich gelaufen. Was aber hier wichtig ist, ist einfach zu sehen, diese Longest Flat Days, was immer angezeigt wird in den Auswertungen, das sind die Dinge, mit denen man sich befassen muss. Wie lange komme ich nicht voran? Weil das ist das, was bei vielen Tradern passiert. Wird der eine oder andere vielleicht von euch auch schon erlebt haben, dass man etwas macht, es bringt irgendwie längere Zeit nichts, dann hört man auf, es zu handeln. Und das sind dann meistens die blödesten Zeitpunkte. Denn wenn man durch diese Phase durchgegangen ist hier,
in der man nichts verdient hat, kam hier eine Mega-Performance-Phase. Hier größer Drawdown, danach Performance-Phase. Hier längere Zeit seitwärts, das sind insgesamt 3 Jahre, danach Performance-Phase. Ich persönlich glaube, dass es viel, viel wichtiger ist, sich damit zu befassen. Ich nenne das sozusagen den Beipackzettel. Bei einem Medikament nimmst du ja auch hoffentlich den Beipackzettel und schaust, was es für Nebenwirkungen hat, wie man es dosieren muss und so weiter. Wie lange man es nehmen sollte. Und bei anderen Begebenheiten, Geschäftsreisen und so weiter, eine Fernreise, man plant alles. Im Trading schauen sich viele, haben viele vielleicht ein Ziel, sagen, ich möchte das und das erreichen oder die Strategie soll so und so viel verdienen. Aber am Ende ist es dann so, dass man mitunter gar nicht weiß, was ist der Weg dorthin. Und deshalb glaube ich, ist es wichtig, sich genau das anzuschauen, Equities anzuschauen, was sind die Drawdowns, wie groß sind die, wie lange dauern die an, was für Schwankungen muss ich aushalten, wie oft arbeitet eine Strategie, wie lange pausiert sie mitunter auch. Das ist also ganz, ganz wichtig, weil ich habe es eben bei mir selbst in den ersten Jahren gesehen und bei Hunderten von Tradern, dass die nicht am Verständnis scheitern oder nicht am Wissen, sondern an der Exekutive. Sie ziehen Dinge nicht lange genug durch, sie planen sie nicht gut genug, sie überhebeln. Das sind so die klassischen Fehler und sie können nicht mit dem Wechsel in den Märkten, mit dem Volatilitätswechsel umgehen. Was ganz viele machen ist, sie wechseln die Strategie und zwar immer nachdem eine bestimmte Phase über einen gewissen Zeitraum angedauert hat. Das einzig Beständige in den Märkten, und das gilt für sämtliche Märkte, ist der Wechsel. Und zwar der Wechsel der Volatilität. Märkte sind mal trendig, es gibt große Ranges, große starke Bewegungen, dann konsolidieren sie. Das kann man auf sämtlichen Zeitebenen sehen. Und das impliziert ja, wenn ich einen Trendansatz habe, dann wird er in der einen Phase, nehmen wir mal an, das ist eine Trendphase, die Vola ist hoch, zieht an, der Markt ist trendig, da wird die Strategie Geld verdienen. Und in der nächsten Phase, wenn sich die Vola zurückbildet, wenn der Markt konsolidiert, wird eine Ausbruchsstrategie, eine Trendstrategie eben nicht performen. Die wird wahrscheinlich wieder ein bisschen Geld wegnehmen. Das heißt, man wird Geld an den Markt zurückzahlen. Und damit umzugehen und zu akzeptieren, dass jede Strategie Phasen hat, in der sie einfach nicht wirklich so erfolgreich ist, das ist nicht einfach und das stellt für viele eine riesige Hürde dar. Und wie das in der Praxis ausschaut, seht ihr hier. Hier unten sind mal die Tagesranges für, was ist das? Der ja, müsste der FDAX, wenn ich das richtig sehe. Also hier sind mal die Tagesranges dargestellt. Natürlich bei einer Tagesrange von 400 Punkten werde ich natürlich ordentlich verdienen können. Bei einer Tagesrange von 50 Punkten wird es eher schwierig sein. Also da muss man einfach ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass genau das die Problematik ist, dieser ständige Wechsel von den Marktbedingungen. Und das muss in einem System aus meiner Sicht berücksichtigt sein als Filter. Ansonsten hat man das ganz, ganz schwer. Erstens von der Erwartungshaltung her und zweitens natürlich auch von der eigenen Disziplin, die sich daraus ja herleitet. Meine fundierte Herangehensweise sieht in 5 Punkten zusammengefasst so aus, dass ich als erstes mal Strategien brauche. Die basieren auf Beobachtungen, auf Erfahrungen, die ich gemacht habe. Strategien müssen ausgearbeitet werden. Das mache ich zusammen mit dem Klaus Müller. Das ist ein Trader, der bei mir eine Ausbildung gemacht hat. Und wir haben uns dann kennengelernt. Ich habe gesehen, er hat Ahnung vom Trading. Er kann aber auch sehr gut programmieren und hat ein mathematisches Verständnis, was unheimlich wichtig ist, wenn man Strategien optimiert, aber sie nicht überoptimieren will. Also da können viele Fehler passieren. Deshalb, wir arbeiten Sachen aus, entwickeln da Portfolios und natürlich nicht jede Strategie funktioniert immer weiter. Es gibt immer mal von einem Portfolio von 20, 30 Strategien, werden mal zwei, drei Strategien irgendwann den Geist aufgeben. Das passiert. Das lässt sich leider nicht vermeiden. Ich kann das nicht vermeiden und niemand von euch will es auch vermeiden können. Wenn jetzt natürlich jemand sich nur ein, zwei Strategien raussucht, wird er das Problem haben, dass wenn die nicht mehr funktionieren, dann ist man natürlich sauer und sagt, was ist das für ein Mist. Wenn ich 20, 30 Strategien habe und zwei, drei davon geben den Geist auf und verdienen nichts mehr, dann werde ich das wahrscheinlich gar nicht mal so merken. Deshalb ist das schon ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Deshalb hier Punkt 3, Portfolio aufbauen, nicht nur ein, zwei Strategien. Ganz wichtig auch eine Selbstanalyse. Ich muss wissen, was ich für limitierende Faktoren habe. Jeder von euch wird entweder berufstätig sein oder er hat seinen
Familienalltag, keine Ahnung, zu einer bestimmten Zeit müssen die Kinder in die Schule, die Frau kommt von der Arbeit oder der Mann, je nachdem, ob wir jetzt hier von einem männlichen oder weiblichen Trader sprechen. Also die limitierenden Faktoren, welche Produkte handelt man, was kann man mit den Produkten machen, was kann man damit nicht machen, welche Kapitaldecke hat man, was kann ich machen, was kann ich nicht machen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Basierend auf diesen Faktoren gilt es, die Einsatzhöhe zu kalkulieren, und zwar so, dass ich das Überleben sicherstelle und dann, wie eben schon mal gesagt, Gesetz der großen Zahlen, ich muss lange und konsequent, so konsequent wie möglich danach handeln. Und der Planungshorizont 5 bis 10 Jahre, den kennt man eigentlich aus jedem Job. Ich wüsste jetzt nicht einen Job, in dem man mit weniger als 5 bis 10 Jahren Planungshorizont rangeht. Man macht ja jetzt nicht eine Ausbildung und sitzt da 3 Jahre oder macht ein Studium über 4, 5, 6 Jahre, je nachdem, was man da studiert, und macht das dann mal ein Jahr und dann sagt man, oh, es war jetzt doch nicht so toll, ich mache was anderes. Also von dieser Sorte gibt es auf jeden Fall wenige Leute. Und wo kommen diese Zahlen noch her oder wo werden sie untermauert? Einmal hier links unten, das ist eine Studie. Die Überlebensfunktion von Tradern ist eine Studie von der französischen Finanzaufsicht in Monaten gerechnet. Da seht ihr, dass in den ersten, bei den kurzfristig agierenden Tradern, in den ersten 24 Monaten, also in den ersten 2 Jahren, fallen 80% der Leute, die angefangen haben zu traden, fallen weg. Die hören auf, ruinieren sich, verlieren Geld, sind also nicht mehr dabei. So dass diese Kurve ganz flach wird, das sieht man hier nach 120 Monaten. Das heißt, wenn jemand 10 Jahre überlebt hat am Markt, dann hat er A, ein ausreichend defensives Positionsmanagement, eine Einsatzhöhe, hat wahrscheinlich auch Strategien, die gut genug sind, damit er sich nicht ruiniert, und er hat wahrscheinlich auch Erfahrung genug. Und dann kommen natürlich auch Effekte wie das Gesetz der großen Zahlen, da braucht es hunderte von Wiederholungen. Und Zinseszinseffekt, ich habe hier mal eine Kurve genommen mit 20% per anno. Man wird kein lineares Ergebnis erzielen können als Trader. Aber da seht ihr auch, das ist jetzt hier in Jahren, so dass die Kurve steil wird. Das ist so nach 12, 13, 14 Jahren, kann man sagen. Das soll jetzt euch keine Angst machen. Das bedeutet nicht, dass man erst dann Geld verdient. Aber es bedeutet, mit diesen Planungshorizonten, die manche von uns haben oder viele vielleicht auch von uns, mit ich gucke mal ein Jahr und dann entscheide ich, ob ich weitermache. Ich muss für 5 Jahre, für 10 Jahre planen, ansonsten brauche ich aus meiner Sicht gar nicht anfangen. Wichtig ist, ich nutze Regelwerke, wende die massenhaft an, ich wiederhole das massenhaft, und meine Erwartungshaltung ist da sehr geerdet. Ich weiß also, dass ich immer wieder das Gleiche mache, dass aber das Ergebnis immer anders sein wird und dass der Erwartungswert an sich, das ist ja der durchschnittliche Gewinn pro Trade, dass der so gut wie nie getroffen wird. Er wird mal übertroffen, dann werde ich euphorisiert sein, dann wird man vielleicht dazu neigen, ja, ein bisschen zu leichtsinnig zu sein, oder er wird darunter liegen, dann wird man eher verängstigt sein. Die Bedingungen verändern sich, wir haben es gerade schon gesehen, und was daraus resultiert, ist der klassische Fehler von Strategiewechseln. Wenn was nicht funktioniert, meistens schauen wir auch noch, oder kriegen das um die Ohren gehauen in den Medien oder in Börsenforen oder auch in solchen Webinaren jetzt wie hier. Irgendeine eigene Strategie hat vielleicht längere Zeit nichts verdient. Dann trifft man sich mit einem anderen Trader, der sagt, hier, ich habe mit dem und dem Ansatz super Kohle gemacht in den letzten Monaten. Und das ist natürlich so ein Ding, da werden mehrere psychologische Effekte getriggert. Dieses nicht dabei sein, ich verpasse was. Also passiert meistens der Fehler, dass man die Strategie wechselt, wenn sie gerade einen Drawdown hatte. Und das Richtige wäre natürlich, man hat es ja in den Aktienmärkten auch gesehen, antizyklisch zu agieren. Das heißt also eine Strategie, die grundsätzlich einen Vorteil hat, aber jetzt gerade eine Delle hatte, dass man die handelt und nicht, dass man auf das Ding geht, was jetzt in den letzten Monaten performt hat, wäre, weil die Marktbedingungen ändern sich. Und das, was ich ändere, ist die Einsatzhöhe. Es gibt gute Phasen und schlechte Phasen, das weiß ich. Ich muss es durchziehen, Gesetz der großen Zahlen. Aber ich kann natürlich die Einsatzhöhe variieren. Und das bringt auch mental einen ganz, ganz großen Vorteil. Wenn man sich das mal als Erwartungswert gerade diese dunkle Linie hier anschaut und die reale Equity dagegen laufen lässt, was ich eben gerade schon beschrieben habe, der Erwartungswert wäre jetzt zum Beispiel pro Trade $100. So, natürlich wird es nicht so laufen, dass ich jeden Trade $100 verdiene, sondern ich werde nach 3 Trades vielleicht $500 hinten sein. Nach 4 Trades werde ich vielleicht sogar $1.500 hinten sein. Nach 12, 13 Trades bin ich $2.500 vorne. Und langfristig wird es aber sich dem Erwartungswert annähern. Aber ich werde ständig Varianzen haben, die vielleicht auch unangenehm sind.
Das passiert in der Equity, sieht man ja genau das. Es gibt Phasen, in denen die Strategie performt. Es gibt Phasen, in denen sie auf der Stelle tritt. Das sind auch alles nicht aggressiv optimierte Strategien, aber diese Seitwärtsphasen, damit kommen viele nicht zurecht. Die Alternative dazu ist, dass man eine Strategie aggressiv optimiert. Wenn man die aggressiv optimiert, dann performt sie in einem spezifischen Marktumfeld super, kommt aber mit den anderen Varianten vom Marktumfeld. Also wenn das Marktumfeld sich ein bisschen verändert, ein bisschen weniger trendig ist, ein bisschen weniger volatil, dann kommt sie gar nicht mehr damit zurecht. Das heißt, man sieht bei solchen Tradern das, was ich eben beschrieben habe, eingangs auch, was ich im World Cup gesehen habe. Trader schießen empor mit ihrer Performance und dann geht alles wieder weg. Und das will ja keiner. Von daher muss ich akzeptieren, dass ich in den guten Phasen weniger verdiene, dafür aber auch in den schlechten weniger verliere und insgesamt mit so einer treppenstufenartigen Performance kalkuliere. Die richtig guten oder mit hohen Profitabilitätskennziffern ausgestatteten Strategien. Hier ist zum Beispiel eine, die wir auch in der Ausbildung thematisieren, eine Swing-Strategie auf den FDAX, die handelt, ich glaube, 4, 5 Mal im Jahr ungefähr. Und die hat einen Profit-Factor von 11,28. Da denkt man sich, okay, sensationell und 82% Trefferquote. Die hat einen ganz geringen Zeitaufwand pro Tag. Die muss man auch gar nicht, also es ist keine Daytrading, sondern eine Swing-Trading-Strategie. 7.500 € Gewinn pro Trade im Schnitt. Aber der Haken dabei ist, sie handelt natürlich selten. Dadurch, dass sie selten handelt, kann man vernünftigerweise nicht so viel reinsetzen, dass man davon leben kann. Also muss ich weitere Strategien handeln, weil das alleine würde mir nicht ausreichen. Das sieht schön aus, aber eine Strategie, die zwischen 2009 und 2015, glaube ich, 2 Trades hat, das ist ein bisschen happig. Das heißt also, das ist eine Nische, die ist schön, aber alles hat seine Macken. Entweder Strategien handeln sehr, sehr oft, dann haben sie aber auch viele Fehlschläge oder sie handeln selten. Dann treffen sie zwar häufig, aber sie haben natürlich auch die Macke, sie verdienen nominal nicht genug. Und weil es ja sein kann, dass so ein Ansatz irgendwann nicht mehr funktioniert, wäre es völlig wahnsinnig, da unverhältnismäßig viel reinzusetzen. Die Realität schaut, wie gesagt, so aus. Wir haben zum Beispiel Strategien, oder ich nutze Strategien, die an bestimmten Handelstagen im Monat arbeiten, zum Beispiel Gasoline Best Days Strategie. Bei Benzin ist es so, dass man speziell um den Monatswechsel herum relative Stärke hat am Ende des Monats, haben wir jetzt auch gesehen. Also in den letzten 6, 7 Handelstagen des Monats neigt der Benzin-Future zur Stärke. Und in den ersten 2, 3, 4 Handelstagen neigt er eher zur Schwäche im langfristigen Durchschnitt. Auch da muss ich natürlich begreifen, das ist ein mühseliges Ding. Da wird es auch mal 2 Jahre in Folge geben, in denen ich nichts verdiene. Damit muss man okay sein. Die Alternative dazu ist, dass man eine diskretionäre Note einbringt. Das kann und wird jeder machen, der sehr erfahren ist. Ich mache das auch. Ich nutze meine Systeme. Ich rotiere aber zwischen den Systemen, weil ich halt 23 Jahre Erfahrung habe. Wenn du jetzt natürlich seit einem Jahr dabei bist und dich in Vollzeit damit beschäftigst, hast du auch Erfahrung, aber du hast bestimmte Phasen einfach noch nicht erlebt. Also sowas wie jetzt diese Phase mit Corona, das hat selbst mich und ich bin wirklich ein Jünger der Crashs. Ich habe alle Crashs miterlebt in den letzten 20 Jahren, hat selbst mich überrannt. Und das muss man da eben verstehen. Also diese diskretionäre Komponente, die kann dann reinkommen, wenn man sehr erfahren ist. Und das kommt eben erst mit der Zeit. Ich will euch mal zeigen, wie Strategien aufgebaut sind oder wie diese Strategieentwicklung läuft, Schritt für Schritt. Am Anfang steht die reale Erfahrung. Das setzt schon mal voraus, dass ich eine Weile am Markt aktiv bin. 1 bis 2 Jahre ist zu kurz. Du wirst über 1 bis 2 Jahre Effekte am Markt beobachten, bei denen du denkst, oh, das ist aber sehr, sehr regelmäßig. Und wenn du dann das dritte Jahr erlebst oder wenn du ein drittes Jahr zurückgehst und ein viertes Jahr zurückgehst und das backtestest, siehst du, dass die Marktbedingungen ganz anders waren, dass das nicht so stabil ist, wie man denkt. Das heißt also, ich brauche eine reale Erfahrung und Beobachtung des Marktverhaltens über einen langen Zeitraum. Lange genug heißt 4, 5 Jahre aufwärts. Ich muss den Basiseffekt erstmal analysieren. Ich muss hinterfragen, was könnte da dahinter stecken? Das sind oftmals Effekte wie Hedging, Verfallstage, First Notice Days und so weiter, Kapitalströme von institutionellen Adressen. Ich muss also den Basiseffekt erkennen, dann testen und gucken, ob der überhaupt funktioniert, also ob der Markt, ohne dass ich jetzt großartig mit Stops schon optimiere, mit Zielen optimiere, mit Einstiegsbedingungen optimiere, ob der Basiseffekt schon positiv ist. Das sehe ich an der Equity dann.
Dann kommen Vorbedingungen ins Spiel. Das heißt also, man wird natürlich zum Beispiel auf Trend wird man bessere Chancen haben, wenn der Markt vorher ruhig war, mit Trend- oder Breakout-Handeln. Wenn wir einen riesigen Trend hatten, funktioniert Countertrend besser. Es gibt bestimmte Wochentage, an denen Märkte eher zu einer Richtung neigen als an anderen Tagen. Also das sind so die Vorbedingungen, Volatilität in der Markets und die Vorgeschichte, was war in den letzten Tagen Sache. Dann ist es wichtig, dass ich die Strategie einfach halte, dass ich sie auf Robustheit hin trimme. Ich nutze Zeitfilter. Das Wann ist ganz entscheidend. Wenn man zur falschen Zeit etwas macht, dann verbrät man unnötig Geld. Was wir auch machen, ist eine Gleichförmigkeitsanalyse. Das heißt, ich möchte nicht nur ein nominales Ergebnis sehen nach 100 oder nach 1000 Trades, sondern ich möchte auch gucken, wie ist das Ergebnis zustande gekommen. Es könnte ja sein, dass so ein Ergebnis, was vielleicht toll ausschaut, dass das durch eins, zwei oder eine kleine Gruppe von Ausreißern gekommen ist, dass aber der Effekt eigentlich gar nicht so stabil ist. Und das möchte ich zum Beispiel nicht. Ich möchte eine hohe Gleichförmigkeit haben, dass also, wenn bestimmte Konstellationen auftreten, es sehr geregelt so läuft, wie man das erwartet. Stops werden auch natürlich statistisch ausgearbeitet oder müssen aus meiner Sicht statistisch ausgearbeitet werden. Ansonsten tappt man da ziemlich im Dunkeln, stochert im Nebel. Beim Ausstieg ist es wichtig, viele arbeiten mit Gewinnzielen. Da muss man sehr differenzieren. Gewinnziele im Daytrading sind aus meiner Sicht, ich will nicht sagen Gift. Wer das sehr erfolgreich macht und über 3, 4, 5 Jahre, dann ist das ein guter Ansatz. Aber bei vielen ist es so, dass sie schnell oder zu schnell Gewinne mitnehmen. Und meine Erfahrung ist, dass man bei Daytrading zum Beispiel relativ früh rein sollte, relativ spät raus und die Gewinnseite nicht limitieren sollte, weil man ja schon die Haltedauer limitiert hat. Wenn ich also Haltedauer, Faktor Zeit und das Ausmaß der Profite limitiere, kann das nicht funktionieren. Ich brauche einzelne große Gewinnertage, deshalb darf ich die Gewinnseite nicht limitieren, um die vielen Fehlversuche, die ich zwangsläufig haben werde, gegenzufinanzieren. Dann mache ich eine Kapitalbedarfsrechnung für das Portfolio. Das heißt, ich will für jede Strategie wissen, wie viel Einsatz muss ich von meinem Konto reservieren. Da spielt der historische Drawdown eine Rolle und die Margin. Und ich muss natürlich, um sie angemessen zu gewichten in einem Portfolio, muss ich die Charakterisierung einer Strategie vornehmen. Ich muss also wissen, was macht die Strategie? Ist es eine Strategie, die eindimensioniert handelt? Steckt da ein fundamental starker Basiseffekt dahinter? Ist es eine Breakout-Strategie? Hat sie große Drawdowns? Hat sie eine hohe Korrelation mit anderen Strategien und Märkten? Das ist also schon sehr, sehr wichtig. Wenn man es bis hierhin zusammenfasst, haben wir gesagt, es gibt nicht jeden Tag gleich gute Chancen oder Risiken. Die Märkte verändern sich und zwar ständig. Also muss ich Breaks setzen, ich muss Vorbedingungen abklären, damit ich weiß, lohnt es sich heute zu handeln oder lohnt es sich eher nicht. Wichtig ist für mich auch, dass hinter allem, was ich mache, fundamentale Beweggründe stehen. Ich habe eben schon aufgezeigt oder aufgezählt, welche das sein können. Wir müssen verstehen, dass der Faktor Zeit wichtig ist. Also es kommen zu bestimmten Zeiten, handeln die institutionellen Adressen und zu bestimmten Zeiten handeln sie eben nicht. Das heißt also, ich muss den Faktor Zeit mit reinbauen. Es gibt Effekte wie Absicherungsgeschäfte vorm Wochenende, Hedging vor der Erntezeit, Carry Trades zum Jahresende oder Jahresanfang und das Ende eines Fiskaljahres. Deshalb ist es absolut nicht egal, wann man handelt, sondern es ist wichtig, auch einen Zeitfilter drin zu haben. Das habe ich eben gerade schon erzählt. Frühe Einstiege, später Ausstiege. Und was das aus meiner Sicht sehr, sehr wichtige Thema Stops und Gewinnziele angeht, gibt es auch eine Studie, von der ihr hier auch Grafiken seht. Ist auch, ich weiß nicht, ob es von der französischen Finanzaufsicht ist, ist aber auch eine Studie, die hat, ich glaube, 40 Millionen Forex-Trades untersucht, also reale Forex-Trades in realen Forex-Konten. Da hat man festgestellt, dass hier links seht ihr die Trefferquote, dass für verschiedene Währungspaare hier, dass die Trader, reale Trader mit realen Trades, dass die von der Trefferquote her sogar ganz gut lagen. Die lagen zwischen 51 und knapp 60, 62%. Das heißt, die haben eigentlich in jedem Währungspaar öfter richtig gelegen, als dass sie falsch lagen. Was das Problem war, warum so viele Geld verloren haben, war das ungünstige Verhältnis zwischen durchschnittlichem Gewinn, blau, hier rechts, und durchschnittlichem Verlust, rot hier rechts.
Und jetzt kommen wir an einen Punkt, bei dem jeder seine eigene Erfahrung machen muss. Aber ich habe durch die Strategieentwicklung, durch 23 Jahre Handel und alles, was mir da begegnet ist, habe ich eine andere Sichtweise auf den Schluss dieser Statistik, auf die Schlussfolgerung. Die meisten sagen, ach so, ja gut, dann lassen wir einfach zu große Verluste zu. Da müssen wir den Stop enger setzen. Naja, wenn ich den Stop enger setze, bewege ich mich möglicherweise direkt in das Rauschen des Marktes hinein. Ich muss also begreifen, dass das möglicherweise mir ganz viele Trades, die später Gewinner werden würden, rausnimmt. Also auf der Stop-Seite zu hantieren, ist natürlich sehr, sehr einfach, fühlt sich auch gut an, weil man auf einmal dann glaubt, man hat das hat ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Das Problem ist, jeder Markt hat ein gewisses Rauschen. Meiner Erfahrung nach ist es genau so, wie ich es eben beschrieben habe. Das Problem ist, dass die Gewinnseite zu schnell limitiert wird. Dadurch sind die Verluste in Relation zu den Gewinnen zu groß. Das ist meine Erfahrung, die empirische Erfahrung aus Untersuchungen und aus dem realen Handel im Kurzfrist-Trading. Das ist eine Untersuchung, die sich darauf bezieht. Heißt also, wenn jemand dieses Problem hat, dass er ein ungünstiges Verhältnis vom durchschnittlichen Verlust zum durchschnittlichen Gewinn hat, dann wäre mein Tipp, mal zu untersuchen, wie das laufen würde, wie das Ergebnis sich verändern würde, wenn er Gewinnziele entweder verdoppelt oder wenn er sie ganz rausnimmt und zeitbasierte Ausstiege, also zum Beispiel zum Handelsende, keine Intraday-Gewinnziele. Überprüft einfach mal, wie sich das Ergebnis dann verändert. Ich wette, dass bei vielen rauskommt, dass es das Ergebnis verbessert und dass es auf einmal profitabel wird. Aber muss man von Fall zu Fall natürlich unterscheiden. Thema Vorbedingungen. Ich habe es eben gerade schon gesagt. Was für Bausteine habe ich bei einer Strategie? Faktor Zeit, klar. Die Vorbedingungen. Nicht jeder Tag ist gleich gut. Man kann zum Beispiel sehen, dass nach Trendtagen die Wahrscheinlichkeit, dass ein unmittelbar darauffolgender Tag auch einen Trendtag bringt, der in diesem großen Ausmaß, also nach einem großen Trendtag, noch ein großer Trendtag folgt, dass das unwahrscheinlicher wird. Ihr werdet jetzt natürlich, wenn ihr sucht, sicherlich schnell Situationen finden, wo ihr vielleicht einen Trend über zig Tage seht. Es geht darum, wenn ich im kurzfristigen Bereich arbeite und die Wahrscheinlichkeiten auf meine Seite bringen möchte, dann muss ich messen, wie ist die Wahrscheinlichkeit nach bestimmten Mustern. Und da ist es eben so, wenn wir außergewöhnlich trendige, große Ranges hatten, also zum Beispiel wie gestern, als auch im FDAX oder noch größer, im FDAX so 400-Punkte-Bewegungen an einem Tag, guckt mal, was nach diesen Tagen passiert. Oftmals konsolidiert es oder kehrt um. Es ist viel öfter der Fall, als dass es weiterläuft. Darum geht's, darum dreht es sich. Hier zum Beispiel mal ein konkretes Beispiel. Wir sehen hier den S&P und ich habe diese außergewöhnlich großen trendigen Kerzen mal markiert mit den Pfeilen und man sieht, dass es in die gleiche Richtung ganz, ganz selten geht. Meistens gibt es am Folgetag eine Konsolidierung oder einen Konter. Das ist zum Beispiel auch ein Grundprinzip, was ich in meinem Trading nutze, was in ganz vielen Strategien drin ist. XL-Counter-Prinzip, nach einer sehr, sehr großen impulsiven Range habe ich eine bessere Chance für einen Konter. Dass da manchmal nur eine Seitwärtsbewegung rauskommt, liegt in der Natur der Sache. Aber dann verliere ich auch nicht viel, wenn ich am Folgetag Countertrend handle. Da kommen aber manchmal auch ganz tolle Konterbewegungen raus, wie hier oder wie hier oder wie hier. Manchmal sind es nur Konsolidierungen, aber dieses Grundprinzip ist in meinem Handel sehr, sehr wichtig, dass ich also die Vorbedingungen abkläre. Was hatten wir als Vorgeschichte für eine Volatilität? Was hatten wir für eine Trendigkeit? Ein Grundelement ist auch, dass ich beim kurzfristigen Handel, beim Daytrading, aber auch wenn ich unterwöchig handle, dass ich relativ früh rein möchte und relativ spät raus. Auch das kommt jetzt nicht einfach so, sondern man kann zum Beispiel untersuchen, wann die Tageshochs und Tagestiefs im S&P markiert werden. Da seht ihr hier direkt zu Beginn des Future-Handels, dann zu Beginn des Kassehandels und zum Ende des Kassehandels. Das sind Zeitpunkte, zu denen Tagesextreme markiert werden. Heißt also, ich muss versuchen, dass ich mich nicht antizyklisch positioniere in der Zwischenzeit, sondern dass ich versuche, einen Trend zu handeln in dieser Zeit, dass ich früh reingehe zum Kassastart und zum Kassaende rausgehe oder hier zum absoluten Handelstag, Tagesbeginn reingehe und ganz, ganz spät rausgehe. Das ist ein wichtiges Element, damit die Trades groß werden können, dass einzelne Trades wirklich groß werden können. Was ich vorhin angesprochen hatte, ein Element war ja Gleichförmigkeitsanalyse. Das schaut so aus. Hier ist ein Herzchen reingemalt, das hat der Klaus gemacht. Das sieht vielleicht ein bisschen kryptisch aus. Ich erkläre es euch ganz kurz. Hier sind
für eine Strategie stelle ich eine Strategie vor, die zum Beispiel einen bestimmten Stop hat und ein bestimmtes Gewinnziel oder einen bestimmten Ausstiegsmodus oder eine bestimmte Haltedauer. Also verschiedene Parameter kann man ja da testen. Also wie weit muss der Stop liegen? Ich verändere den Stop, mal gucken, was dann rauskommt. Das wird für verschiedene Varianten gemacht. Da kommen also verschiedene Kombinationen Stop, Ausstieg raus. Und diejenigen, die hell sind, die sind nicht allzu profitabel, nicht allzu, beziehungsweise die bringen kein gleichförmiges Ergebnis, sondern da ist es so, dass es A nicht profitabel ist und B, dass das Ergebnis aus einzelnen Trades stammt. Da, wo es sehr, sehr dunkel ist, haben wir eine hohe Gleichförmigkeit. Das heißt, die Ergebnisse sind ähnlich groß. Also man hat, was weiß ich, 5.000 Trades ausgewertet, 4.000 davon haben ein ähnlich großes Ergebnis. Das ist besser, als wenn wir 10 Trades haben, die ein sehr, sehr großes Ergebnis haben und die anderen haben einen total diffusen Verlauf. Also eine Gleichförmigkeitsanalyse ist sehr, sehr wichtig. Und konkret schaut das dann, wenn man ein bisschen mehr ins Detail geht, weiß nicht, ob das einigen von euch jetzt vielleicht was sagen. Das ist so ein, ja, so ein Balkenhistogramm, so eine dreidimensionale Darstellung. Das nutzt eben verschiedene Parameterkombinationen. In dem Fall hier für die Stochastik, da kann man ja einstellen, wie parametriert man das, also mit welcher Periodenlänge und mit welchem Slowing. Und das ist eine Berg- und Talfahrt. Das bedeutet, wenn man so Spitzen dort hat zum Beispiel und links und rechts fällt es davon ab, das heißt, dass eine Parameterkombination, also eine Slowing- und Periodenkombination sehr profitabel ist. Und wenn ich das um einen Faktor nach links oder nach rechts drehe, also ein bisschen erhöhe oder ein bisschen reduziere, dass es dann unprofitabel wird. Das wiederum, das ist immer noch sehr abstrakt. Auf Deutsch gesagt bedeutet das einfach nur, wenn der Markt sich ein bisschen ändert, also nehmen wir mal an, keine Ahnung, durchschnittliche Tagesschwankung liegt vielleicht bei 130 Punkten im DAX und jetzt verändert die sich auf 135. Wenn ich so ein Abbild habe davon, wenn ich so eine Untersuchung habe mit solchen Plateaus, das heißt, alle umliegenden Kombinationen von Parameter A und Parameter B sind auch stabil. Dann kann sich der Markt verändern. Ich kann die Strategie auch ein bisschen verändern. Ich werde damit trotzdem sehr profitabel sein. Aber wenn ich so eine Achterbahn hier habe oder so ein Berg- und Talmuster wie hier links, dann ist das einfach keine stabile Strategie. Dann sind die ganzen Parameterkombinationen nicht stabil. Das heißt also, so etwas hier würde ich, wie hier links, würde ich nie handeln. Die Strategien, die ich nutze, haben solche Plateaus. Das ist ganz wichtig, dass also auch vor einer Veränderung, dass man die Veränderung, die mögliche Veränderung im Blick hat. Und das machen wir bei der Strategieausarbeitung. Dann ein klassischer Fehler, den Trader ja machen, den ich auch gemacht habe am Anfang, ist, man lernt irgendeinen Ansatz, zum Beispiel man sucht sich einen Indikator raus, zum Beispiel den Parabolik oder den Supertrend oder Gott weiß was und sagt, ah cool, ich muss ja Trendhandel machen. Dann mache ich das mal und ich mache es im S&P und im DAX oder Gott weiß wo. Wir haben das mal zum Beispiel gemacht, dass wir auf Tagesbasis für den Parabolik, das ist also ein Trendindikator sozusagen, dass wir den auf jeden Markt haben laufen lassen. Und da seht ihr, auf zum Beispiel Kaffee hier oben ist er am profitabelsten. Das heißt, Kaffee, ein relativ ineffizienter Markt, der läuft auf Trend sehr, sehr gut. Der S&P hier unten ist der vorletzte Markt. Da verliert das 170.000 Dollar in der gleichen Zeit. Das heißt also, jeder Markt ist spezifisch für eine bestimmte Richtung oder für einen bestimmten Modus geeignet oder eben nicht geeignet. Und man muss differenzieren. Es funktioniert also nicht, dass ich einen und denselben Ansatz einfach blind drüber ziehe über alles andere. Beim Aktienmarkt zum Beispiel, ich will einfache Gewinnvorteile haben, beim Aktienmarkt in einer Strategie, die ich euch jetzt hier gerade zeige auch, ist es so, die nutzt zwei Effekte im Wesentlichen. Der Haupteffekt ist, die Haupterkenntnis ist, Aktienmärkte haben im langfristigen Kontext eine erhöhte Wahrscheinlichkeit zu steigen. Wenn man einen Einstieg würfeln würde, das zeigt diese Tabelle hier, hätte ich schon, wenn ich long handle, nur dadurch, dass ich long handle und einen Tag halte, habe ich schon eine 52-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass ich im Gewinn bin. Egal, wann ich einsteige. Wenn ich eine Woche halte, habe ich 56% Wahrscheinlichkeit. Bei einem Monat sind es 60%. Bei 3 Monaten sind es 63%, bei 3 Jahren Haltedauer und einem willkürlichen Einstieg bin ich in 77% der Fälle im Gewinn. Das heißt, es macht also Sinn, in den Indizes eher eine Long-Strategie zu handeln. Das ist in dem Fall so. Also im S&P versuche ich Long zu handeln. Wenn ich weiß, langfristig steigt das Ding eher, dann macht es natürlich Sinn zu gucken, wie ist es denn, wenn es einen Rücksetzer gegeben hat. Also
auch Intraday-Rücksetzer schon. Und da haben wir die Stellung des Schlusskurses, also wo innerhalb der Tageskerze liegt der Schlusskurs. Diese magentafarbene Linie hat hier Prozentwerte und da sieht man hier 80%. Das bedeutet, wenn der Schlusskurs im unteren, da steigt dann die Kurve an, wenn der Schlusskurs im unteren Fünftel der gesamten Tagesrange liegt, das heißt also ist vom Tageshoch schon deutlich zurückgekommen ist, dann habe ich für den Folgetag eine erhöhte Wahrscheinlichkeit dafür, dass das erfolgreich ist, wenn ich long handle. Also ein ganz, ganz banaler Filter, ein sehr logischer Filter. Dann gibt es natürlich manchmal Trendtage, an denen es extrem nach unten brezelt. Das ist zum Beispiel hier mit dem Real Body Indikator gemessen. Real Body ist die Spanneröffnung zu Schlusskurs und der Real Body Percent ist ein Indikator, bei dem wir die Spanne Eröffnung zu Schlusskurs in Relation zu der gesamten Tagesrange setzen. Und da sieht man, dass der Real Body nicht zu klein sein darf, aber auch nicht zu groß. Stops werden so ermittelt. Wir werten das aus und dann sieht man auch hier, bis wohin bringt ein Verschieben des Stops eine höhere Profitabilität. Und dann sieht man hier, das ist zum Beispiel bei der spezifischen Strategie, von der ich jetzt gerade spreche, im S&P, ist das ein Stop von 4%. Das ist jetzt ja, nicht die Welt, aber es ist auch schon ganz ordentlich. Die Strategie an sich, das ist eine Strategie, die wir auch vollautomatisch handeln, die ich aber auch manuell handle, hat drei Bedingungen. Erste Bedingung ist, es muss eine fallende Vortageskerze geben. Schlusskurs niedriger als Eröffnungskurs. Der Real Body, Spanneröffnung zu Schlusskurs, darf in Relation zur gesamten Tagesrange maximal 80% und mindestens 50% ausmachen. Es muss also einen Rücksetzer gegeben haben, zwischen Eröffnung und Schlusskurs, aber der darf nicht zu riesig sein. Dritte Bedingung ist, dass der Schlusskurs, wir haben das beim ersten Filter gesehen, in den unteren 20% der gesamten Tagesspanne ist. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, dann handle ich, für den Vortag erfüllt sind, dann handle ich heute long und steige zum Handelsende, später Ausstieg, ihr seht hier die ganzen Elemente, später Ausstieg, 22 Uhr steige ich aus und ich gebe dem Markt den notwendigen Spielraum, den er braucht, um diesen Vorteil auszunutzen. So schaut zum Beispiel so ein Bar oder so eine Kerze dann. Ich arbeite eher mit Kerzen als mit Bars. So schaut das aus. Also Schlusskurs im unteren Fünftel. Real Body ist diese Spanne hier von Eröffnung zu Schlusskurs. Und dann wird am Folgetag long gehandelt. Und so schaut das zum Beispiel aus. An diesem Tag hier gab es ein Signal. Das war der Folgetag. Da wurde long gehandelt. Von der Eröffnung bis zum Schlusskurs. Hier war das der Fall. An diesem Tag hier hat man long gehandelt. Hier war das der Fall. An diesem Tag wurde long gehandelt. Das ist also die Vorgabe. Und dieser Filter hier, der Real Body Percent Filter, ist ein selbstentwickeltes Instrument. Würde jeder von euch aber auch hinbekommen, wenn man das macht. Das händige ich in der Ausbildung den Teilnehmern aus im Original. Aber man kann es sich auch selbst zusammenbasteln. Man muss, wie gesagt, nur den Real Body in Relation zur gesamten Tagesrange setzen. So schaut die Equity im langfristigen Kontext aus. Auch da wieder darauf achten, was ist der historische Drawdown, wie ist die Trefferquote und was ist die Gewinnserie, die größte, was ist die größte Verlustserie. Ich muss mich darauf vorbereiten, was mir da eventuell begegnen kann. Und ja, dann will ich, wir sind sogar gut in der Zeit, was mich überrascht, weil ich normalerweise dazu neige, zu überziehen. Dann will ich euch noch zum Schluss, können dann auch noch gucken, ob ein paar Fragen sind. Dann will ich euch zum Schluss so ein paar simple Regeln mit auf den Weg geben, die ich für meinen Handel, für meinen diskretionären Handel, aber auch für jede Systematik nutze. Erstens, zur Reduzierung von unnötigen Fehlern möchte ich die Wocheneröffnungskurse markieren. Ich markiere mir immer den Wocheneröffnungskurs, weil ich vermeiden möchte, dass ich mit zu großen Positionen Signale handle, die gegen den Trend gehen. Ich handle gegen den Trend. Ich habe auch in dieser Woche jetzt zum Beispiel Short-Signale bekommen im FDAX, im S&P. Die habe ich auch gehandelt. Aber ich handle sie in so einer Situation wie in dieser Woche. Wir laufen nur oberhalb des Wocheneröffnungskurses. Da handle ich die mit halbem oder mit einem Viertel Einsatz von dem, was ich normalerweise handeln würde. Das bedient beide Welten. Einmal, ich muss das Gesetz der großen Zahlen ausspielen. Ich muss also möglichst viele Wiederholungen haben. Aber auch die Tatsache, dass ich natürlich innerhalb dieser erhöhten Wahrscheinlichkeit dann doch eine nicht so ganz hohe Wahrscheinlichkeit für den supergroßen Gewinnertrade habe. Aber ich verbaue mir die Chancen nicht, indem ich zu sehr schwarz-weiß denke. Weil das, was die meisten machen, ist ja, sie traden entweder all in oder sie pausieren und haben Angst.
Und ich glaube, der Mittelweg ist das Beste, dass man also mit den Positionsgrößen jongliert. Frühe Einstiege, späte Ausstiege, gerade beim kurzfristigen Handel, ganz, ganz wichtig. Das, was große Investoren erfolgreich macht, kann man runterbrechen auf die kleineren Zeitebenen. Das ist das Grundprinzip hier. Prüft das einfach mal. Schaut einfach mal, wenn ihr einen Daytrading-Ansatz habt, wie sich das Ergebnis verändert, wenn ihr die Trades, die vielleicht im letzten Viertel des Handelstages ausgelöst werden, wenn ihr die weglasst. Möglicherweise wird das der Schlüssel sein, um das Ganze profitabler zu gestalten. Aber wie gesagt, muss man testen, kann man nicht pauschalisieren. Dritter Faktor, ich habe es eben auch schon gesagt, keine Gewinnziele, sondern zeitbasierte Ausstiege. Wir sprechen jetzt hier von Daytrading und von Kurzfrist-Trading, das heißt also Haltedauer 1 bis 5 Tage zum Beispiel. Dann möchte ich keine Gewinnziele drin haben in der Regel, sondern gehe zeitbasiert raus, weil ich muss jedem Trade die Chance geben, dass er sehr, sehr groß wird. Weil ich brauche diese einzelnen großen Gewinner, um die Verlierer, die ich eben nicht vermeiden kann, um die überzukompensieren. Dann etwas, was ich als elementaren Grundsatz habe, dass ich nach starken Trendtagen, man muss natürlich definieren, was ist ein starker Trendtag, also im FDAX zum Beispiel mehr als 400 Punkte Trend, das ist ein starker Trendtag nach meiner Definition, muss aber jeder für sich natürlich ausarbeiten. Die Wahrscheinlichkeit, dass es in die gleiche Richtung weitergeht, ist grundsätzlich reduziert. Die ist nicht so hoch. Ihr werdet aber mit Sicherheit Situationen finden. Klar, nach einem Bärenmarkt, wenn es dann den ersten Aufwärtsimpuls gibt, wird es vielleicht sogar 5, 6 Tage weiterlaufen. Wir sprechen jetzt davon, wenn ich 1000 solcher Tage habe, 1000 Tage, an denen der DAX 400 Punkte nach oben gegangen ist oder 400 Punkte nach unten gegangen ist. Was funktioniert dann im Durchschnitt am besten? Mit dem Trend gehen am Folgetag oder gegen den Trend gehen am Folgetag? Und dann werdet ihr Letzteres sehen. Und was natürlich auch wichtig ist, nicht mitten am Tag gegen den Trend gehen. Was da dahinter steht, ist auch recht wichtig zu verstehen. Die Kurse werden ja nicht von uns kleinen Tradern gemacht, sondern die Kurse werden getrieben von großen institutionellen Adressen. Und die großen institutionellen Adressen, die agieren ja anders als wir. Wenn ich jetzt gleich einen Trade mache, wenn wir hier fertig sind, dann gebe ich einen Kontrakt in den Markt, den kaufe ich Market, und fertig ist es. Wenn eine große Investmentbank, wenn ein Hedgefonds, eine Prop-Trading-Firma, wenn die in den Markt gehen, dann gehen die nicht mit einem Kontrakt rein, sondern gehen die mit riesigen Blöcken rein, bei denen sie die Trades unterteilen, beziehungsweise die Position, die Gesamtposition, die zu kaufen oder zu verkaufen ist, in mehrere Tranchen unterteilen. Das heißt, die werden erfahrungsgemäß über einen gesamten Tag, über 2, 3 Tage in eine Richtung handeln. Wenn ich also das weiß, dann darf ich den Fehler, den ich zum Beispiel früher oft gemacht habe, dass ich mitten am Tag gegen einen starken Trend gegangen bin, dann werde ich den nicht mehr machen. Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass man versteht, warum man das nicht machen darf. Und das habe ich jetzt hier gerade versucht zu erklären, weil wenn man einfach nur Regeln sagt und sagt, ja, du darfst nicht gegen den Trend handeln und das nicht machen, das sind so Floskeln, die klingen schön, aber ich glaube, zumindest ich ticke so, wenn man mir nicht erklärt hat, warum, dann kann ich solche Sachen auch nicht dauerhaft konsequent durchziehen. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass man hinter allem auch versteht, warum macht man das? Also hinter den ganzen Filtern, die ich auch gezeigt habe, hinter diesem ganzen Prozess, warum macht man das? Wir haben es eingangs schon gesagt, warum oder wie ist das Trading aufgebaut? Warum habe ich bestimmte Filterelemente im Trading drin? Was sollen die bewirken? Wovor sollen die mich schützen? Was sollen die mir bringen? Und sich das bewusst zu machen, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und ich hoffe, dass ich da heute in der Kürze der Zeit so ein paar Anregungen geben konnte. Das war jetzt sehr komprimiert. Wir haben eine 20-teilige Gratis-Trader-Ausbildung, zu der ich euch auch gerne einlade, auch im Namen von JFD. Da könnt ihr gerne teilnehmen, könnt euch über die Website anmelden. Das ist sozusagen die Grundlagenausbildung und ja, einige, die dann meinen Ansatz kennengelernt haben in dieser Grundlagenausbildung und an der Trading-Ausbildung für Berufstätige dann teilnehmen wollen, die machen das. Andere lernen vielleicht kennen, dass das nicht ihr Ansatz ist. Also ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, ein bisschen mehr. Da gibt es jeden Tag eine Einheit, 20 Tage in Folge, jeweils so ungefähr 45 Minuten im Schnitt. Mal so ein bisschen tiefer in die Materie einzutauchen, was ich mache, was für Erkenntnisse ich habe, was für Fehler ich gemacht habe, was ich gelernt habe daraus.
Und ja, das wäre so eine Fortführung dessen, was wir jetzt hier heute besprochen haben. Ansonsten hoffe ich, dass ich euch hier einigermaßen informieren konnte. Und ich gucke gerade mal, ob wir noch hier Fragen haben, die wir besprechen sollen. Pass auf. Da kannst du mir genau. Hey René, sei gegrüßt. Also wirklich gut durchgezogen, also außerordentlich fantastisch. Auch das Feedback ist absolut super. Also das ist wirklich stark. Also da würde ich auch die Teilnehmer bitten, ruhig gerne mal auch mal in so einem Support hier die Mitteilung nochmal zusenden lassen, weil ich klarerweise natürlich meine subjektive Meinung immer habe. Aber wenn man natürlich so ein Stück weit das auch noch von euch transportiert bekommen, heute Webinar mit René, absolute Klasse, dann wäre das auf jeden Fall ein guter Flow auch für René und unsere zukünftigen Aktivitäten, finde ich auf jeden Fall klasse. Du hast viel reingepackt, aber wie gesagt, das Feedback ist hier aus der Reihe durchweg positiv. Es wurde gar nicht so viel gefragt. Eine Frage im Rahmen der Aufzeichnung, das war dann für jemanden, der sich später eingeschaltet hat, habe ich dann auch schon mal mündlich beantwortet, beziehungsweise vielmehr schriftlich beantwortet, jetzt mündlich. Also Aufzeichnung gibt es kommenden Dienstag. René hat auch hier den Link nochmal dargestellt zu seiner Ausbildung. Wir wollen natürlich bei JFD, dass ihr erfolgreich seid, werdet und ja, letztlich ist unser Anliegen, dass ihr Geld verdient und da möchten wir euch den Weg ebnen und ich glaube, da seid ihr bei René auch an einer guten Adresse, die auch schon mehrfach bewiesen hat, dass es funktioniert. Aber eben auch mit gewissen, und das war echt sehr lehrreich für viele Neulinge, aber sicherlich auch Pros, wie ich sie mal bezeichnen will, auf was es hier ankommt. Denn gerade im großen Zeitrahmen denken ist wichtig und eben auch nur oder nicht nur hier auf kurzfristige Ergebnisse fokussiert zu sein, sondern auch Erwartungswerte zu kennen, einfach ein Stück weit die Statistik zu Rate zu ziehen. Und da bist du natürlich auch außerordentlich gut positioniert. Also insofern, da spricht der Erfolg für sich. Ich danke dir auf jeden Fall, René. Ich habe direkt nur eine Frage, und das ist echt außerordentlich bei einem hohen Teilnehmerkreis. Die Zeiten sind die mitteleuropäischer Natur, die du vorhin ja aufgeführt hast bei Ja, dem SAP. Ah ja, genau. 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 Das war es im Prinzip schon. Ach da, Steffen hatte noch eine Frage, und zwar ein Zeitfilter hattest du angesprochen, 22 bis 9 Uhr. Frage, wer bietet sowas an? Ja gut, Zeitfilter bedeutet jetzt für mich, dass ich zu bestimmten Zeiten handle. Das ist, also es gibt natürlich Funktionen. Man kann jetzt, wenn man programmieren kann, zum Beispiel, wir haben zum Beispiel in den Strategien drin, dass ein Trade, zum Beispiel ein Ausbruch. Ich hatte zum Beispiel eine Strategie auf Palladium, da muss der Ausbruch zwischen 15 und 16 Uhr erfolgen. Also das ist ein Zeitfilter. Also ein Zeitfilter bedeutet jetzt nicht, dass das als Indikator zu sehen ist, sondern das ist eine Filtertechnik, eine Bedingung sozusagen, die ich an ein Setup knüpfe. Das heißt also, die Bedingung ist, der Ausbruch muss nach 15 Uhr, aber vor 16 Uhr oder bis 16 Uhr erfolgt sein. Also Zeitfilter bedeutet nicht, dass es ein Indikator ist, sondern bedeutet, dass es eine Bedingung innerhalb eines Setups. Gibt es ja auch die vielen Open Range Breakout Setups, auch S&P zum Beispiel oder eben andere vergleichbare Dinge. Da hast du sicherlich auch noch ein bisschen was im Nähkästchen. Insofern schoss jetzt hier zum Abschluss noch eine Frage rein. Michael an der Stelle, die nehmen wir noch rein. Wir sind ja eine Minute vor Go. Und wie gesagt, ich habe René auch nicht unterbrochen. Er war im absoluten Flow, hat das hier gut durchgeschnalzt, das Thema. Also wirklich spitze. Michael fragt, welche Rolle Volumen spielt. Jetzt wäre vielleicht die Frage, du hast ja da jetzt den Future sicherlich im Fokus gehabt, der beim S&P, den E-Mini, aber generell fragt er wahrscheinlich auch auf Rohstoffe bezogen, welche Rolle Volumen bei deinen Strategien spielt. Also Volumen ist grundsätzlich wichtig. Ich persönlich bin jetzt aber kein Volumentrader. Ich habe aber indirekt natürlich Volumenfilterungen sozusagen drin, weil große Kerzen zum Beispiel, mit denen ich ja arbeite, die können ja zwingend, also in jetzt liquiden Märkten, wenn wir von liquiden Märkten sprechen, dann können ja große Kerzen zum Beispiel nur durch hohes Volumen auch gekommen sein. Ich bin jetzt aber kein klassischer Volumennutzer. Das Einzige, was ich nutze, ist das Market Profile. Das halte ich für sehr sinnvoll. Ansonsten, ich bin jetzt kein Trader, der jetzt darauf achtet, war das Volumen bei einem Ausbruch hoch, sondern ich habe natürlich indirekte Volumenfilterungen, zum Beispiel indem ich sage, ich handle Rohstoffe zum Beispiel nur nachmittags ab 14 Uhr. Dadurch ist automatisch schon sichergestellt, dass das Volumen grundsätzlich relativ hoch ist, weil es die Haupthandelszeit ist. Im Kassa auch. Also ich handle in den Märkten eigentlich immer in den Haupthandelszeiten. Ich habe aber keine spezifische Volumenfilterung oder beachte das Volumen jetzt spezifisch nicht, weil ich sehr systematisch vorgehe und ich habe da eher eine indirekte Filterung. Okay, super. Also
Auch nochmal Dieter an der Stelle, kurzer, prägnanter Vortrag, gefiel mir sehr gut. Auch nochmal Thanks. Also wie gesagt, das Feedback außerordentlich gut. Das habe ich auch fast schon erwartet. Insofern bin ich ja froh, René, dass wir da mal zusammengekommen sind. Wo wir uns dann immer schon mal in den letzten Jahren temporär gesehen haben, aber es eben irgendwie noch nie geschafft haben, da was zusammen auf die Beine zu stellen. Und ich darf mich da auf jeden Fall freuen, mit dir zusammen da auch das ein oder andere vielleicht noch zu erschaffen hier im Rahmen unserer Kooperation, die sich ja jetzt mehr und mehr festigt. Also ich will gar nicht der Unworte, sage ich schon, der Worte weiter verbrauchen, denn wir sind jetzt am Ende. Wie gesagt, Feedback ist durchweg gut. Gibt's das auch gern an support@jfdbank.de ab, sodass wir da auch einfach nochmal ein bisschen Rounding-Feedback bekommen. Und für alle die jetzt zu spät dabei waren oder dergleichen, morgen gibt es dann 17 Uhr, ich denke mal nochmal den ähnlichen Vortrag. Also wer das hier nochmal festigen möchte, ist da gefragt. Und nächste Woche Dienstag gibt es dann auch nochmal eine Aufzeichnung. Also insofern seid ihr alle rundum abgeholt. Dann sage ich erstmal euch allen danke für die Teilnahme. Wirklich reichhaltig. Eine angenehme Mittagspause jetzt vorab. Dir, René, gebührt der Dank. Du hast wieder Gas gegeben, klasse gemacht, sehr informativ. Und ich freue mich drauf, wenn wir morgen nochmal in die nächste Runde gehen. Genau, auch ich habe zu danken. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Seid erfolgreich, habt Spaß und dann vielleicht bis morgen und oder bis an einem der nächsten Tage oder bei einer der nächsten Gelegenheiten. Macht's gut, ciao. Absolut. Ciao, ciao und viel Erfolg auch.